Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 5.9.2022 und zum Freitagabend, wenn der eine oder andere komisch geguckt haben, der dann vielleicht schon am Grill saß oder alles ausgemacht hatte, als der DAX bei 13.50 stand und er dann vielleicht 22 Uhr nochmal kurz auf nachbörsliche Indikationen geguckt hat. Denn da muss man schon sagen, das ist ungewöhnlich. Also es gibt vieles, was wir an Freitagen schon gehabt haben. Und sehr häufig und sehr üblich ist ja auch dieses, die ganze Woche ist schlecht, die Wochenkerze ist tiefrot und am Freitag wird die Wochenkerze noch auf grün gebügelt. Das kennen wir zur Genüge, das ist relativ häufig und üblich. Aber dass man zum Freitag 17:30 Uhr den Xetra-Handel bei 13.050 schließen lässt, nahe fast am Wochenhoch, und dann innerhalb von 2 Stunden bis ans Wochentief runterprügelt, kann ich mich ganz ehrlich nicht erinnern, das überhaupt schon jemals gesehen zu haben. Dass wir im Xetra DAX, der wirklich bei 13, der offizielle Xetra-Schluss der letzten Woche, also vom offiziellen DAX, ist 13.050. Damit hat er eine grüne Umkehrkerze vom Wochenband weggestellt. In dem Chart, den wir hier ranziehen zur Analyse, weil ich sage, der Xetra gibt mir immer so viele Fehlsignale. Ich möchte gerne noch sehen, was nachbörslich von den Amerikanern gehandelt wird. Deswegen nehme ich immer den von 8 bis 22 Uhr. Ist auch von der Xetra-Börse, ist auch was Offizielles. Ja, bildet aber noch bis 22 Uhr ab. Sieht die Wochenkerze gar nicht grün aus. Und das sieht auch nicht nach einem Umkehrsignal aus. Das sieht nach weiteren Tiefs aus. Na? Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir auf der Ebene, hier auch im Tageschart. Ich kann euch charttechnisch gar nicht großartig was mitgeben. Ich habe keinen Erfahrungswert, wie man mit so einem Freitag umgeht. Das nächste, was dazu kommt, ist, dass Montag Feiertag in Amerika ist. Also, kurz, wir können das eigentlich kurz machen. Ich könnte die Analyse jetzt auch abbrechen und kann sagen, ich kann euch hier keinen Erfahrungswert einfach mitgeben, weil ich die Situation auch noch nicht habe. Warum soll ich mich hinstellen und sagen, okay, ich kann die Situation, der DAX macht auf so eine Situation gerne das, wenn ich es noch nie gesehen habe. Ja, also vielleicht habe ich es mal gesehen, aber ich habe es absolut nicht mehr im Gedächtnis. Also das ist absolut atypischer Verlauf vom DAX. Wir können aber trotzdem auf der Ebene ein paar Sachen festhalten, über die wir sprechen können. Das ist A, noch ein Takt der Abwärtstrend im Tageschart, ja, über mehrere Ebenen, einmal von hier oben, einmal von dem Kleinen. Und wir sind an der Aufwärtstrendlinie seit dem letzten Tief, vom Doppelboden weg. Bricht das nach unten, ja, kickt er sich hier drunter, macht er weitere Tiefs unter, was das ist, 600 oder was das ist, sollte man damit rechnen, dass wir Richtung 340 gehen, an der 500 mal schnuppern und wenn der Bereich hier bricht, auch deutlich tiefer gehen können. Ja, haben wir jetzt schon die ganzen Tage immer wieder drüber gesprochen, das bleibt so. Ja, das ist so, ich hoffe, ihr druckt hier nicht das Video, mir geht hier gerade der Strom aus, habe irgendwie das Kabel zwar da liegen, aber ich habe es nicht angeschlossen. Ich hoffe, die Aufzeichnung klappt trotzdem, weil die Maus ruckelt doch erheblich gerade. Ich versuche vielleicht ein bisschen langsam zu sprechen, dann ruckelt das nicht oder wartet. Ich mache kurz Pause. So, also, wir wollen jetzt ein paar Minuten, um das Ladegerät zu holen. Dazwischen, ich hatte gesagt, wenn er hier unten durchbricht, auch das Fallen lässt unter 600 abtaucht, geht zur 500, geht zur 340 und gegebenenfalls dann auch schon tiefer, dass hier durchrammt. Ich könnte mir noch im Zweifel vorstellen, dass eine Finte werden kann, dass einfach auf diese Abwärtstrendlinie, diese lila Linie hier einmal draufklopft, die liegt halt im Bereich um 2,80, 2,70 rum und dann Fehlausbruch unter Doppelboden macht, ist aber für den DAX eher unüblich. Also entweder stellt er einen Doppelboden und rennt den richtig raus oder er macht den Doppelboden richtig kaputt und geht auf dieses nächste Ziel. Und das nächste Ziel wäre bei 11.400. Das ist der Tageschart. Nun haben wir die Sache mit der 13,50. Selbst wenn der Xetra so reinkommen würde, hätte er ein unheimlich großes Gap. Ja. Von 13,50, das sind 350 Punkte. Das hätte magnetische Wirkung natürlich auch nach oben. Das ist wirklich für mich schwer, mit euch das zu bearbeiten, einfach weil das ist absolut unüblich. Normalerweise sitze ich jeden Tag da, sehe immer wieder das Gleiche und kann sagen, okay, jetzt kommt das. Im Bullischen kommt das, im Negativen kommt das, aber ich habe das nicht vor Augen hier. Ich habe keine Ahnung, was das am Montag wird. Wir hatten auch jetzt Webinar am Sonntag und da war eigentlich die Empfehlung tatsächlich gewesen, wartet den Montag komplett ab,
Wartet vielleicht sogar den Dienstag noch ab. Montag ist Feiertag bei US, keine Ahnung. Selbst wenn da ein Signal jetzt kommt, ich weiß gar nicht, ob man es werten dürfte oder sollte. Dadurch, dass die Amerikaner am Feiertag sind. Also ich glaube, Dienstag wird dann tatsächlich eher mehr so der Tag, der ein bisschen die Erkenntnis bringt. Aber wenn unser DAX nach oben arbeitet, oberhalb der 12.700 notiert am Montag, läge es nahe, dass er versucht, in das Gap wieder zurückzuschließen, in die 13.50. Etabliert er sich dann über 13.50, drückt die Wochenkerze von letzter Woche aus dem Xetra DAX, die er bei 13.050 geschlossen hat, nach oben. Das heißt, über 13.50, den können wir so lassen hier, den Long Trigger. Über 13.000, über 13.050 kriegt der DAX dann Aufwärtsmomentum, weil er dann auch die Abwärtstrend gebrochen hat. Ja, muss aber sein. Also können wir festhalten, auch trotz fehlender Regelmäßigkeiten, über 12.700 hätte unser DAX tendenziell eher wieder Möglichkeit ins Gap reinzuarbeiten. Unter 12.600 absolut Risiko nach unten. Weitere Tiefs einplanen: 12.500, 12.370, 3,45 und tieferes. Ja, und von daher würde ich es so lassen, mit der Bitte, das dann auch so hinzunehmen. Ich kann die Situation nicht ändern. Und wie gesagt, habe das nicht vor Augen, dass wir sowas schon mal hatten. Andersrum ganz oft, richtig typisch. Aber das 17:30 Uhr da am Hoch zu schließen und dann die Wochenkerze bis ans Wochentief runter zu zerren, in so kurzer Zeit, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, zeigt aber natürlich auch, dass das kein Käufermarkt ist hier, ja. Es ist absolut noch immer Nervosität, ist angespannt und auch wenn er sich sehr sauber immer wieder nach oben hocharbeitet und das wirklich akkurat macht und er läuft es schön und er läuft wirklich bullische Setups, bullische Szenarien immer sehr gut und dann kippt er immer wieder kurz um und rammelt richtig durch und da ist schon noch dolle Nervosität drin und die sollte man auch über den September wahrscheinlich ganz monatlich noch mit im Hinterkopf behalten. Ich mache jetzt hier zu, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg am Montag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.